Herz pocht zu schnell und meine Hände zittern. Ist es wirklich das, was ich will? Der Gedanke, dass ich mein Leben lang nur mit einer einzigen Person verbringen werde, macht mir Angst. Ich bekomme kalte Füße. Ich starre das Dokument an, das vor mir auf dem Tisch liegt. Meine Finger umklammern den Stift so fest, dass er eigentlich unter diesem Druck zerbrechen müsste. Und das alles nur wegen einer einfachen Unterschrift, die mein ganzes Leben verändern würde. Was würde geschehen, wenn sich nach diesem Moment einfach alles verändern würde? Was würde sein, wenn ich nicht mehr ich selbst sein konnte? Panik überkommt mich und mein Blick wandert zur Tür. Innerlich sah ich mich schon davonrennen und sah den weißen Schleier, der vor meinem geistigen Auge flatterte, wie ein Gespenst. Was würden meine Eltern sagen? Was meine Familie und Freunde? Ich schüttle meinen Kopf. Nein, das konnte ich ihnen niemals antun. Und das alles nur wegen einer einfachen Unterschrift, die mein ganzes Leben verändern würde. Mein Hals schnürt sich zu und das Atmen wird schwerer. War ich denn überhaupt bereit dazu, erwachsen zu werden? Das Haus meiner Eltern zu verlassen, um selbst eine Familie zu gründen? Hier sitze ich nun, gekleidet in Weiß und fühle mich wie ein hilfloses Lamm, das geschlachtet werden soll. Ich fühle mich so allein, obwohl alle meine Lieben um mich herum versammelt sind. Und das alles nur wegen einer einfachen Unterschrift, die mein ganzes Leben verändern würde. Meine Gedanken schweifen ab, blicken in die Ferne und suchen nach einer Antwort. Da war sie endlich, so unscheinbar wie ein kleines Licht in meinem Kopf. Es war eine Erinnerung, die nun größer wurde. Sie wurde klarer und flackerte vor meinem geistigen Auge. Ich sah meine Großeltern, wie sie sich immer ansahen, wie sie sich umarmten, wie sie sich stritten, wie sie ein Leben lang immer zueinander standen, egal was für Schicksalsschläge die Welt für sie parat hatte. Wie sehr die beiden sich liebten, und plötzlich glaubte auch ich daran, dass es möglich war, ein Leben lang ein und dieselbe Person zu lieben. Mit einer einzigen Person für immer zusammen zu sein. Ich lächelte und sah zur Seite, sah zu dem Mann, in den ich mich verliebt hatte, sah zu dem Mann, der mein Vertrauen erarbeitet und verdient hatte, sah zu dem Mann, der mich so unglaublich glücklich machte. Er legte liebevoll seine Hand auf meine und ich spürte die Kraft, die von ihm ausging. Er glaubte an uns und er gab mir Sicherheit. Was tat ich nur? Wie konnte ich nur an uns zweifeln? Ich wusste, was zu tun war. Meine Hand bewegte sich wie von selbst über das Dokument und unterschrieb. Ich hörte das Jubeln und Klatschen hinter uns. Und das alles nur wegen einer einfachen Unterschrift, die mein ganzes Leben verändert hatte.